Copyright-Gedöns. Weiteres Copyright-Gedöns. Bethesda. NXL Entertainment. Powered by Unreal Technology. Powered by GameSpy. Hallo und herzlich willkommen zu Hunted. Mein Name ist Riculum und gleich am Anfang, liebe Kinder, dieses Spiel hat die Gewohnheit, rote, flüssige Ergüsse zu haben. Das heißt, es wird in diesem Spiel hin und wieder ein wenig röter. Deswegen ist auch der dicke rote Like-Button auf der Verpackung mit der schicken Aufschrift USK 18. Das bedeutet, liebe Kinder, falls ihr noch unter 18 seid, bitte klickt jetzt links oben auf den YouTube-Button. Ich gebe euch dafür 3 Sekunden Zeit. 3, 2, 1. Okay, da jetzt die ganzen minderjährigen kleinen Jungs weg sind, begrüße ich alle recht herzlich, die übergeblieben sind zu diesem Let's Play-Projekt. Und ich klicke in Anführungszeichen jetzt einmal Enter, kriegen eine Autosave-Warnung. Hab dich. Und wir sehen einmal die Einstellungen, Audio, und wir drehen ein wenig an den Sachen zurück. Nicht, dass sie zu laut sind. So, das ist doch gleich viel besser. Gut, wir spielen Hunted, die Schmiede der Finsternis. Wobei auf der Verpackung oder am Spielstand Start stand Hunted the Demon's Forge. Und wie man Demon Forge mit Schmiede der Finsternis übersetzen kann, das fragt sich Gott. Gut, wir sehen hier an der Seite unsere beiden Protagonisten. Na, wieso? Normal kann man die wechseln. Na, lasst euch wechseln. Egal. Ich habe das Spiel ein wenig angespielt. Und wir löschen meinen Spielstand. Löschen. Geh zurück. Hallo. Spielstand wechseln. Ah, Einzelspieler. Und wir spielen von Anfang an mit allen Geheimnissen und allem, was dazugehört. Und wir starten. Ich übernehme die Führung. Ich darf die Namen noch schnell sagen. Da schaue ich jetzt schnell ins Handbuch. Das weiß ich jetzt nämlich gerade nicht. Einmal Kadok und Elara. Elara ist unsere Elfenjägerin. Und Kadok ist der Krieger, der Menschenkrieger. Und wir starten auf dem Schwierigkeitsgrad Gamer. Mein Stuhl knarzt. Und ich bin jetzt mal ruhig. Wünsche können wahr werden. Reichtümer,
Wohlstands. Ich schau mal schnell, ob wir Untertitel einschalten können. Spiel Untertitel. Untertitel aktivieren. Zielhilfe. Oh ja, passt schon. Gut. Noch ein weiterer Grund, warum das Spiel ein wenig in die Altersbeschränkung hineingerutscht ist. Die Damen haben sehr wenig an. Nur so am Rande. Gut. Nanu? Gut. Dann befinden wir uns jetzt gerade am Anfang in der Haut von Kardok und werden von einer Stimme geführt. Und ich hoffe, es ist nicht zu dunkel. Wenn, muss ich es einfach ein bisschen höher machen. Komm zu mir. So sieht der werte Herr Kardok aus. Er hat ein Schild und zurzeit eine brennende Fackel und eine Armbrust auf dem Rücken, aber die erkennt man jetzt gerade nicht so, und wir gehen einfach mal. Ich weiß, was du verloren hast. Ich weiß, wonach du suchst. Ich kenne die Schuld, die du in deinem Herzen fühlst. Ja, bla bla bla. Was willst du? Deine Schuld lindern. Komm zu mir. Ich bin ja schon unterwegs, mein Schatz. Hey, wir verbrennen hier alles schön und wir hören Schritte. Sind das Schritte oder ist das Herzklopfen? Auf jeden Fall wummert das gerade ziemlich auf meinem Ohr. Wo bist du? Bist du noch da? Ja, du bist ganz nah. Schon wieder von ihr geträumt? Nicht lustig, Ilara. Ich glaube, es ist kein Traum. Und das Ende dieses Traums hat mir gar nicht gefallen. Was? Kein Happy End? Wie schade, Kedok. Du träumst von einer fremden Frau. Wahrscheinlich trifft da die Bardame, die du angegafft hast, auf ein Stück schwer verdauliches Wildschweinfleisch. Fauliges Fleisch würde jedenfalls das Ende erklären. Lass uns schlafen. Wir müssen morgen den Brunnen von Elisha erreichen. Ja, der Untertitel, der den Untertitel geschrieben hat, der konnte sich auch nicht entscheiden, ob er jetzt das, was er das nehmen soll, was die Leute sagen, oder ich das... Ich sag's dir, Ilara, irgendwas stimmt nicht mit diesem Traum. Es könnte ein Omen sein. Du leidest an Verfolgungswahn. Ich bin nur vorsichtig. Wenn etwas auf uns lauert, ist es besser, vorbereitet zu sein. Du machst dir zu viele Sorgen. Und du dir zu wenige. Sorgen verursachen nur Falten, alter Mann. Alter Mann? Du bist doppelt so alt wie ich, Elf. Und halb so erwachsen. Und 10-mal hübscher. Dort, der Eingang zum Brunnen ist auf der anderen Seite der Brücke. So sieht's aus. Was hältst du davon, ein Vermögen zu machen? Gut, ich bin mal gespannt, wen wir als Erstes steuern. Unser Auftraggeber meinte, okay, das wäre ein Spaziergang. Wir spielen als Erstes Ilara und ihr seht, sie hat wirklich nur knappe, bemessene Kleidung an. Und ich mag das Huhn abschießen. Ich mag das Huhn abschießen. Ah, wo ist es denn? Lass dich abschießen. Jawohl, habt ihr gesehen? Eine kleine rote Fontäne, die... Da, hast du das gesehen? Ich habe etwas gesehen. Halt den Bogen gespannt. Das gefällt mir nicht. Okay. Ja, komm hoch. So, das wusste ich jetzt Sieht schon. Sieht aus, als hätte jemand Pfeile verloren. Heb sie lieber auf. Ja, bla bla bla. Ich habe das Spiel angespielt, nur um zu sehen, ob alles funktioniert. Und ich habe es
3-5 Minuten oder so gespielt. Und deshalb wusste ich schon, dass ich die kaputt schießen muss. Ich würde aber gern trotzdem meine Waffe wechseln. Was allerdings noch nicht geht. Da ist schon wieder so ein Viech. Da! Klapperkriecher! Klapperkriecher! Und hungrig! Lass das, Elara! Patsch. Du weißt, wie sehr ich Insekten hasse! Patsch, patsch, ich treffe ja gar nicht. So, dann hüpfen wir hinunter. So. Hallo, würde auch. Hä? Das sind doch nur Insekten, Kadok. Der hatte gerade einen Bug. Ich mag Insekten nicht. Scheint, als hätte es jemand gut mit uns gemeint und den Baum umgehauen. Also los. Gut. Hier haben wir einen Wegweiser. Und das Spiel. Benutzt dein Schwert, Elara. Bei dem Gestrüpp helfen Teile nichts. Spiel steuert sich wie. Wow. Sie kommen! Das Spiel steuert sich ein wenig wie Mass Effect 2. Und jetzt wollen wir doch mal gleich mal sehen. Halt sie in Schach! Jetzt seht ihr auch gleich. Die machen auch sehr blutige Sachen. Ding Körper. Ihr seht, wir sterben. Da ist noch einer. Zack, zack, zack. So schlimm war das doch nicht, oder? Und wie sehen wir aus? Mich juckt's immer noch am ganzen Körper. Also ich glaube, sie hat eine Dusche nötig. Inzwischen deine Flasche auf, Mädchen. Sie hat eindeutig eine Dusche nötig. Und die holen wir uns mal hier in diesen Brunnen. Manna-Wasser bis zum Abwinken für unseren Kunden. Brennendes Blut der Göttin. Elara, sieh nur! Ich kenne diese Tür. Ich habe sie in meinem Traum gesehen. Es ist ein Zeichen, Elara. Wir müssen nachsehen, was da drin ist. Aber klar, ich öffne echt gern seltsame Türen mit eingravierten schreienden Gesichtern. Sieht schwer aus. Hui. Hilf mir mal. Was war das denn? Gut. Komm hier rüber und hilf mir, Elara, bevor noch mehr Kriechzeuge auftauchen. Ja, bla bla bla. Lass mich doch erstmal erklären. Wir spielen ein Söldnerpaar. Man kann dieses Spiel auch im Koop-Modus zu zweit spielen. Wenn man Einzelspieler spielt, kann man an gewissen Stellen die Spielpersonen wechseln. Elara, hier rüber. Ich glaube, hier kommen wir durch. Ja, ja. Ich sehe das doch selber. Und an Obelisken sind das dann. Obelisken, das sind so Steinstatuen mit einem Kristall drauf. Da kann man Augen auf, Mädchen. Wechseln. Wer weiß, was uns hier erwartet. Dein Traum verhieß doch Reichtümer.